Hey Leute, hier ein kleines Video für den lieben RioCut LP. Der Rio hatte vor kurzer Zeit Geburtstag und ich habe ihm versprochen, ich mache ihm ein Video, denn er wurde getaggt, hat mich da freundlicherweise weiter getaggt, aber ich mag das nicht so gerne, dieses Taggen, denn das ist wie ein Kettenbrief, das geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, weil man ja immer wieder neue Leute taggen muss. Und aus diesem Grunde werde ich keinen taggen, ich werde einfach die Frage beantworten und dem Rio das Video widmen. So sieht's aus. Ja, dann kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage. Also erstens, wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ha, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich bin erstmal nicht alt, ich bin jung. Ja, nur um das klarzustellen, ich bin 31. Also bin ich ein Kind der 80er, der frühen 80er. Und habe auch dementsprechend mit dem Zocken früh angefangen. Ich glaube, das war so mit 3 oder 4 Jahren habe ich da das erste Mal irgendwie rumgedaddelt. Und zwar kann ich das gleich mit der zweiten Frage verbinden. Was war nämlich deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Das war ein Atari 2600, soweit ich mich erinnern kann. Das ist so ein ganz uraltes Cartridge-Teil gewesen mit Space Invaders, Pong und was es da nicht alles gab. Halt diese ganzen Klassiker, die wirklich, wirklich uralten Klassiker. Ja, die haben sich meine Eltern damals gekauft, hatten irgendwie ein paar Spiele dazu und da habe ich da ein bisschen rumgedaddelt, aber als kleines Kind kann man das nicht wirklich zocken nennen. Also das war eigentlich nur Knöpfchen drücken und ui, da passiert was, da kommen Töne. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, immer verloren. Ich weiß es gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zur Frage 3. Welche Games hast du im Kindesalter gerne gespielt? Das ist jetzt auch nicht allzu schwer, denn jetzt als Kleinkind, wie gesagt, kann man das nicht wirklich spielen nennen. Da war ich schon ein bisschen älter, das war Anfang der 90er, als der Gameboy rauskam. Das war wirklich das Gerät schlechthin. Das habe ich geliebt, abgöttisch. Und da habe ich auch gerne Tetris gespielt. Was gab es da noch? Ja, Tetris, Super Mario Land natürlich. Und ich glaube, das waren eigentlich auch schon die Spiele, die ich damals so wirklich gespielt habe. Zur selben Zeit hatte ich dann auch irgendwann, also ein bisschen später, einen Amiga. Meine Eltern haben sich da einen gekauft, mit hunderten von Spielen gebraucht und... Da war ich im Teenageralter, im frühen Teenageralter und das habe ich wirklich wochenlang benutzt, das Teil, und habe wirklich nur rauf und runter gezockt. Das war herrlich. Das war wirklich herrlich. Also da gab es eine Menge Spiele und das habe ich eigentlich schon in meiner Kindheit gespielt, kann man sagen. Es sind zu viele Spiele, um alle beim Namen zu nennen, finde ich. Aber gut, kommen wir zur Frage Nummer 4. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn ich spiele eigentlich gar nichts, bis auf die Spiele, die ich auch Let's Playe. Das Einzige, was ich zurzeit offscreen spiele, ist eigentlich The Walking Dead Survival Instinct. Ist ziemlich grottig, aber ich will es durchspielen, weil ich davon eine Review machen möchte. Und ja, ansonsten habe ich da leider nichts, was mir jetzt so spontan einfällt, denn ich komme wirklich kaum noch dazu. Das ist alles für YouTube mittlerweile. Na gut, dann nächste Frage Nummer 5. Nenne deine aktuellen Top 3 der Spiele... oder der besten Spiele aller Zeiten. Ja, das ist gar nicht so leicht. Also, ich sag mal so, die Top-Spiele, das sind ja immer diese, die man immer wieder installieren kann, die man immer wieder anwerfen kann, ohne dass es langweilig wird. Ja, das ist gar nicht so leicht. Da würde ich fast sogar schon sagen, so komisch sich das anhört, das ist einmal Solitär, das ist Mahjong und das ist vielleicht noch Tetris. Solche Spiele könnte ich immer spielen, weil alles andere, wenn ich das durch habe, dann habe ich in der Regel auch die Schnauze voll davon, weil wenn ich es dann wieder anwerfe, weiß ich, da kommt das, da kommt das, da kommt das. Und dann habe ich da auch nicht wirklich mehr Lust drauf. Naja, das kurz und knapp, das war die Frage Nummer 5. Ist halt ziemlich pragmatisch, also das, was man hat, was man eh schon auf dem Computer hat in der Regel, das spiele ich eigentlich auch ganz gerne, weil das ist immer mal gut geeignet für zwischendurch. Na gut, Frage Nummer 6. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Das ist interessant, weil da gibt es eigentlich schon seitdem ich das gespielt habe nur ein Spiel, nämlich Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ja, eins der besten, was ich je gespielt habe. Aber wie vielleicht einige wissen, die Firma oder das Produktionsstudio ging damals pleite, nachdem das Spiel released wurde. War auch recht verbuggt, muss man sagen, und ist sehr abrupt geendet. Also ich hätte gerne noch einen zweiten Teil davon gehabt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann nochmal eine würdige Fortsetzung geben wird. Naja, also Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Wer es nicht kennt, spielt's ruhig mal. Am besten irgendwie eine vollgepatchte Version. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sogar einige Fanmods, dass es noch ein bisschen hübscher aussieht und nicht mehr so oft abstürzt. Aber ja, das wär's eigentlich. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 7. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming?
Ja, auch das ist ein bisschen schwer. Also ich habe früher mal Musik gemacht, habe gesungen und Bass gespielt, aber eigentlich ist es heute nur noch Lesen. Ich lese gerne, wenn ich dazu Zeit habe oder dafür Zeit habe. Ansonsten ist eigentlich so das Zocken oder das Spielen, das Thema rund ums Gaming allumfassend, muss ich was sagen. Es ist wirklich, wirklich nicht leicht, da noch Zeit für was anderes zu finden. Ja, ich muss jetzt ernsthaft nachdenken, weil sonst, ja, vielleicht noch. Ja, Rätsel sind auch immer so eine nette Leidenschaft. Also ich habe sehr gerne Rätsel. Jetzt auch in Zeitschriften oder so Kreuzworträtsel. Wenn man das als Hobby oder Leidenschaft bezeichnen mag, dann kann man das auch gerne dazu zählen, ja. Okidoki, kommen wir mal zur Frage Nummer 8. Und zwar, welche Konsolen einschließlich Handhelds besitzt du? Oh, das muss ich jetzt runterbeten, weil ich habe zurzeit eigentlich nur eine PlayStation 3 hier stehen. Den Rest habe ich alles bei meinen Eltern irgendwo auf dem Dachboden rumfliegen. Da wohne ich ja schon eine Zeit lang nicht mehr. Und es ist irgendwie immer mit der nächsten Generation, die rauskam, alles da oben hingewandert. Da müsste noch stehen ein Super Nintendo, eine PlayStation 1, eine PlayStation 2, ein Dreamcast. Ja, ich hatte ein Dreamcast. Oder habe ich das schon verkauft? Ich weiß es gar nicht. Ist schon so lange her. Dann ein GameCube, eine alte Wii, die ist aber auch futsch. Dann habe ich einen Gameboy, noch diesen ganz alten, uralten grauen Kasten, den werden kaum noch einige kennen. Dann einen Gameboy Color, den Amiga, wenn man den mit dazu zählen will, den Amiga 500, der müsste da irgendwo stehen, den Atari 2600, den Atari 800 XL, das war so eine Art Rechner, nur mit Kassettendeck. Ja, wirklich, mit Kassettentapes ist das Ding gelaufen. Also damit konnte man Programme laden. Und das war es eigentlich auch schon. Also kurz und knapp, das waren alle Konsolen, die ich jemals besessen habe oder noch besitze, nur weiß ich nicht wo. Die sind irgendwo verschütt, keine Ahnung. Gut, dann komme ich zur letzten Frage und zwar, nenne deine Top 3 Spiele oder auch Spieleserien. Ja, die Frage hatten wir eigentlich schon in der Nummer 5, aber ich zähle einfach mal die Serien auf. Und zwar einmal ist es Uncharted, weil das habe ich wirklich, wirklich sehr gerne gespielt und ich hoffe fast eigentlich schon, dass kein vierter Teil mehr kommt, weil der dritte war mir eigentlich schon als Abschluss würdig genug. Aber man kennt es ja, wenn eine Serie Geld abwirft, dann melkt man sie, bis sie schlecht wird. So leider auch bei, ja, will nicht sagen unbedingt Dead Space, aber es hat sich doch nicht zum Positiven entwickelt. Dann als zweite würde ich vielleicht sagen, das wird jetzt ein bisschen schwerer. Eigentlich Mass Effect. Ich habe es sehr gerne gespielt, aber ich würde es auch niemals als Let's Play machen, weil das war für mich da schon so eine intime Sache. Mehr oder weniger, wenn man es jetzt so formulieren will, war es eine intime Sache, weil ich habe es doch schon sehr genossen, habe mich auch mit den Charakteren sehr gut arrangiert, habe jeden wirklich lieb gewonnen und ja, das ist für mich eine Sache, die möchte ich auch nicht teilen. So. Als drittes, das ist jetzt ganz schwer, aber ich würde fast sagen, die Gothic-Serie. Ich habe Teil 1 damals wirklich auf jeden Weg durchgespielt mit jeder Fraktion, den zweiten in jeder Fraktion, den dritten auch gerne, obwohl er sehr verbuggt war. Und sogar Risen 1 habe ich sehr gern gespielt. Zweiter hat mich nicht mehr so interessiert wegen dem Piraten-Setting. Und ja, dieses andere da mit diesem komischen Emo, den man gespielt hat, das, nee, das existiert für mich gar nicht. Aber ich glaube, das war's dann eigentlich auch soweit. Ja, diese drei Serien. Sonst wird mir jetzt spontan nichts einfallen. Und wenn, dann ist es auch nicht so wichtig, dass ich da wirklich nachgeifere und sage, das war so super, das ist meine Top-Serie überhaupt. Nee, gut, dann würde ich sagen, damit haben wir es auch. Also nochmal alles Gute nachträglich, Rio, wenn du bis hierhin geschaut hast. Und ja, ich bin der Bro, wünsche euch was, haut's rein, tschüss.